Wunderschön, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ich hatte ja gesagt, wir werden mal das Festival ein bisschen filmen. Also würde ich sagen, ich nehme euch einfach mit, okay? Ja, hier chillen unsere Kamele. Stehen an jeder Ecke irgendwie, ne? Ja, wir laufen jetzt hier ein bisschen Merkez rum. Auf dem Weg zu dem Konzert und zu den ganzen Zelten, die ich euch mal gezeigt habe in dem anderen Video. So, schöne Gärten hier überall. Die Sonne ist gerade untergegangen. Bir Alanya Misvar. Wir haben nur ein Alanya. So, Sicherheitskontrolle. Bei Alanya Belediyesi. Hier ist die Konzertstätte. So, hier wird gleich Burak Yeter auflegen, DJ. Ja, da kommt nachher. Wir gehen jetzt da hinten zu den Ständen rüber. Ja, wenn du keinen Bock hast auf die Menschenmenge, dann setzt du dich ja einfach an den Strand und dann hast du auch die Musik. Ja, überall laufen hier die Affen rum von Sel Güvenlik, also private Sicherheitsdienst, plus Polizei, hin und her. Ja. Man wird auch beim Rausgehen kontrolliert. Ne? Ja, da gucken wir uns einfach mal die ganzen Stände an, würde ich sagen. Ne? Weil es hier so gibt. Also es ist eigentlich hier wie Bazar, hin und her, keine Ahnung. Kennt ihr eigentlich alle, die schon mal in der Türkei waren? Also ich würde sagen, das ist alles Klimbim. Wir werden jetzt gleich was essen gehen, mal schauen, irgendwo in dem Restaurant hier in der Nähe. Ja, hier gibt es doch was, was mir auch gefällt. Ja, der Bruder hat uns gerade gesagt, dass das 500 Lira kostet. Also, das würde ich doch glatt machen, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also, ich werde mal auf jeden Fall eins von den Bildern kaufen. Ist von den Häftlingen gemacht, wie ich schon gesagt habe. Aber ich schleppe das jetzt nicht mit. Ich gucke mal, ob das nachher noch da ist und dann nehme ich das mit. Ja, und weiter geht die fröhliche Tour. Ja, halt immer so klimbim, ne? Ja, die Polen, die Polacken sind auch hier. Ich ahne schon wieder. Ich muss da mit meinem Vater gleich hin, weil mein Vater, ne, kommt aus Schlesien. Und ja, der fühlt sich dann da so hingezogen und muss dann Polnisch reden. Habe ich meinem Vater gerade gesagt, dass Oleg, Bolek und Lolek aus Polen da sind. Ne? Vater, ist alle da, wa? Was habe ich gesagt? Ich kenne ja meinen. Ich habe keine Ahnung, was die erzählen. Ja, die Polen haben direkt hier den Stand neben den Leuten hier, die hier, also Behinderte machen hier was und so. Und das wird verkauft, genauso wie eben das mit den Häftlingen. Ja, ich schätze mal, hier werden wir auch was holen, ne? Mal gucken. Also wir haben ja Türkei-Fahne, haben wir ja logischerweise, klar. Deutschland-Fahne habe ich nicht. Ja, Ringe, Armbänder, Ketten. In 1000 verschiedenen Varianten. Bozkurt. Ich glaube, da werde ich was holen. Ah. Da gibt es viele schöne Sachen. Ja, hier ist auch der Ausländerbeirat von Alanya. Ja, und immer so weiter. Auch Haushaltswaren bekommst du hier. Fressbuden an jeder Ecke halt. Ne? Ja, mit den Leuten vom Ausländerbeirat, da waren wir Weihnachtsessen eingeladen. Und ja, war ein schöner Abend. Da waren wir im Vogue gewesen, direkt am Meer. War ganz nett, also gerne wieder.
Ja, hier kann man sich auch seine Porträts machen lassen. Also gute Wertarbeit, Handarbeit. Ja, und das ist irgendwie der letzte Schrei. Die Dinger, diese Ballons kosten 50 Lira. Da läuft irgendwie jeder mit rum. Das sind Sachen, die mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, sowas sieht man in Deutschland auch selten wahrscheinlich. Familien, die einfach zusammensitzen, ganz gemütlich und einfach sich eine schöne Zeit machen. Also sieht man ja, die Türkei ist leer, hier kommt keiner hin. Wir gehen jetzt zu unserem Lieblingsrestaurant hier in der Seitenstraße. Also man geht nicht an der Promenade essen, also verarschen kann ich mich auch alleine her. So, hier sind die ganzen Bars, Clubs, also Clubs nicht, Bars. Also ich war hier, glaube ich, einmal gewesen, irgendwo in einer Bar, ich weiß aber nicht mehr genau wo. Die sind mir zu teuer, ganz ehrlich. Und mir geht es halt voll auf den Nerv, dass ich auf Englisch oder so angesprochen werde. Also direkt in einer Seitenstraße hinter der Sierra Bank ist unser Laden hier. Ja, das ist das Rafsa. Das ist so offen, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht in den Gebäuden. Das gehört auch den Eigentümern, die ganzen Gebäude. Das ist der Beste. Merhaba abi Jim. İyi malaşıkır. Der ist immer im Stress, der muss hier die Leute koordinieren und alles. Also das ist richtig cool. Das gehört halt alles dazu, ne? Also jetzt hier, das sind vier Häuser, ne? Und die Seitenstraßen halt. Und die gibt es schon richtig, richtig lange, seit 1955. Ja, hier muss jeder ran. Auch die Kinder. Ich bin für Kinderarbeit. Ja, jetzt geht's hier los. So, wir gehen mal langsam wieder Richtung Ausgang. Wir waren nicht überall. Wir gehen, glaube ich, morgen nochmal die ganzen anderen Dinge anschauen. Also da gehe ich jetzt nicht durch. Sorry, Leute. Ne? Das ist einfach zu voll. Ach ja, übrigens, das ist Bushaltestelle, ne, von uns. Geschlossen mit Klimaanlage. Ne? Wenn man weiß, was die Klimaanlagen hier kosten, im Verhältnis zum Einkommen und die Stromkosten im Verhältnis zum Einkommen. Das ist gratis. Ja, ja, das Feuerwerk, was ihr eben gesehen habt, das war für, ne, RCS, Bülent Ersoy. Ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen gesehen, wie das hier so abgeht. Ja, wir stehen hier mitten auf der Straße und versperren den Weg. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, jetzt Bescheid, Daumen geben, Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Ja, die Polizei seht ihr links und rechts, ist auch da. Da fühlt man sich gleich sicherer. Das war's so viel von mir. Ich würde sagen, bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.